Domradio Morgenimpuls Podcast. Jeden Montag bis Freitag hören Sie bei uns im Domradio den Morgenimpuls. Guten Morgen, liebe Domradio-Hörergemeinde. Die Sommerpause ist vorbei und ab heute möchte ich wieder mit Ihnen in den Tag starten. Ich bin Schwester Katharina Hartleib, ich bin Olper-Franziskanerin und lebe zusammen mit zwei anderen Mitschwestern im Konvent San Damiano mitten in Olpe. Von Montag bis Freitag möchte ich mit Ihnen beten und nachdenken über Gott und die Welt, über Schönes und Schwieriges, über Nahes und Fernes, über Leben und Sterben, über Herz und Hirn, über Leib und Seele und noch vieles mehr. Und ich möchte mit Ihnen auf Gottes Wort hören, mit Hymnen und Psalmen seine Größe preisen, ihm unsere Bitten ans Herz legen und uns seinen Segen zusprechen lassen. Und ich freue mich sehr, dass Sie weiter mit dabei sein werden. Der Sommer war und ist immer noch heiß und viel zu trocken und wir ahnen, dass etwas geschehen muss, wenn unser schöner blauer Planet nicht verbrennen und vertrocknen soll. Als Kind und Jugendliche habe ich noch die Flurprozessionen erlebt, die singend und betend über die Felder gezogen sind und Gott um Bewahrung vor schädlichem Wetter und um eine gute Ernte gebeten haben. Das ist auch bis heute nicht falsch. Aber es reicht eben nicht, wenn wir gleichzeitig zu viel Wasser verschwenden, Schadstoffe in die Luft jagen und schon im Juli den Anteil der Rohstoffe verbrauchen, den unsere Mutter Erde in einem ganzen Jahr für uns ersetzen kann. Das eine tun und das andere nicht lassen, ist zu allen Zeiten ein gutes Motto für uns Menschen und Christen. Tun, was in unseren Kräften und Möglichkeiten steht, und Gott um seine Hilfe und seinen Segen bitten. Er wird es tun, da bin ich mir sicher. Der Morgenimpuls mit Schwester Katharina, Franziskanerin aus Olpe, jeden Montag bis Freitag um 6:15 im Domradio. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf domradio.de.